Steve Mahan ist fast blind. 95% seiner Sehkraft hat er verloren, dennoch kann er Auto fahren. Ein neues Video des Technologiekonzerns Google zeigt die erste Probefahrt eines Blinden im neu entwickelten Self-Driving Car. Ein softwaregesteuertes Auto, das keinerlei manueller Bedienung bedarf, um sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Basis für die präzise Navigation durch den Autopiloten sind, nach Angaben von Google, Videokameras, Radarsensoren, ein Laser als Entfernungsmesser und eine riesige Menge an detaillierten Kartendaten, die in der eingebauten Software zusammenfließen. Jeder Fahrt mit dem Autopiloten geht eine Fahrt mit einem manuell gesteuerten Wagen voraus, der die Route samt Fahrbahnmarkierungen, Straßenschildern und anderen wichtigen Anhaltspunkten aufzeichnet. Die gesammelten Daten werden dann in die Software des selbstfahrenden Autos eingespeist und ermöglichen so Fahrten ohne Hände am Lenkrad und Füße am Gaspedal. Trotz der funktionierenden Autosteuerung fand keine der Testfahrten unbemannt und ohne polizeiliche Überwachung des Verkehrs statt. Bereits 2010 kündigte Google an, mit der Entwicklung des Self-Driving Car das Autofahren sicherer, komfortabler und effizienter gestalten zu wollen. Mittlerweile hat der Konzern über 300.000 Testkilometer mit dem Prototypen absolviert. Wie ein Google-Sprecher Focus Online mitteilte, ereignete sich im gesamten Testzeitraum nur ein einziger unverschuldeter Unfall.